Gut, wir sind bei der Kirche. Also da können wir irgendetwas. Geht das auch so? Nee, kommen wir noch nicht. Kommen wir noch nicht ran, wobei ist eigentlich jetzt auch komplett wurscht. So, können wir denn hier irgendwas bei der Kirche? Weil, naja, ich will ja nicht sagen, dass wir es quasi verkackt haben, aber ich habe eigentlich mein Bestes gegeben. Nur musste ich jetzt erstmal sehen, wo hier überhaupt irgendetwas ist. Können wir da rein in die Kirche? Naja, warum auch? Hier geht sowieso sonst nirgends weiter. Also wir müssen wirklich da hinten. Ich flitz da mal ganz schnell hin. Ne? Ich hoffe, das stört nicht. Habe ich hier schon mal versucht? Und das sieht mir auch nicht gerade nach einer Tür aus, wo wir durchgehen können. Ah, da vorne ist wieder die Tasche. Die uns ja voraussichtlich den Weg zeigt. Aber wir sollen ja die Rose finden. Also, und das ist ihre Tasche. Jetzt geht schon wieder die Musik los. Was? Nach vorne denn? Ach. Okay. Wir können es vielleicht noch schaffen. Da spawnten einfach welche. Vielleicht könnten wir es noch schaffen, dass wir jetzt wieder ohne Ballern da durchkommen. Ist ja kein Videospiel hier. Wobei ich dann halt ja auch einfach nicht weiß, ob wir irgendwo irgendetwas verpassen. Oh, ist das schon wieder der Untertitel aus? Warte, Moment, warte, ich glaube, der Untertitel ist einfach mal wieder aus. Nö. Okay. So, draußen gewittert ist. Natürlich gewittert ist draußen. Wir wollen ja auch heute ist Freitag. Heute wollen wir ja heute auch einen Livestream machen. Guck, da an der Ecke ist einer. Der steht einfach in der Ecke und pinkelt oder so. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Aber für uns geht... Komm schon, wir schaffen es. Ah. Nein, wie hat er uns gesehen? Ah. Ich gebe wieder die Mucke los. Mucke. Mann, ich wollte... Ja. Huch. Ich weiß noch nicht mal, wie das jetzt schon wieder... Ah, das... Ich kann einfach nicht schleichen. Ich kann das nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Und ständig kommt hier Mucke. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Park. Ja, weil wir total in die falsche Richtung gegangen sind. Wir hätten hier lang müssen. Hier ist die Tasche. Verdammt. Ja, na gut. Eine neue SMS erhalten. Halten Sie sich einfach da raus. Ah, von Rose. Okay, wir sollen uns einfach da raushalten, aber dafür stecken wir zu tief drinne, als dass wir uns raushalten könnten. Musik hat wieder aufgehört. Schön. Okay, ich weiß nicht, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir im Friedhof irgendetwas übersehen haben. Ich gehe jetzt erstmal wieder auf Nicht-Waffe. Was? Wo? Was? Ach so, du meinst, ah, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. 8, 1, 3. 8, 1, 3. Yay! Das kennt man ja, so, dass das so immer funktioniert. So, vielleicht tauchen jetzt hier wieder keine Gegner auf und wir können... Ein bisschen umschauen. Ich würde versuchen, sie davon abzuhalten, aber sie sind nicht vernünftig genug, um mir zuzuhören. Okay. Von unbekannt? Was soll denn das heißen? Sie sind nicht vernünftig genug, das ist gemein. Also ich bin da ganz vernünftig durchgekommen. Gut, wir gucken nochmal ganz kurz in unseren Raum der großen Liebe da hinten. Der Beweise. Und sehen, wie viel wir überhaupt... Ja,
auf dem Friedhof haben vergessen. Erstmal rüsten wir uns wieder auf. Ganz toll. Good, Mr. Black. It pays to be thorough. Ja, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das hier hinten war es, ne? Ja, Meeting with Rose. Wow, eine Sache. Ich hoffe, wir haben noch nicht so viel verpasst. Ich hoffe wirklich, wir haben noch nicht so viel verpasst. Weil das wäre sonst doch ein bisschen doof. Okay, für uns geht es jetzt hier bergab. Ich gehe mal wieder auf Nicht-Waffe. So ist angenehmer eigentlich. Huch, wir sind schon wieder in so einem... In so ein Kanalisationssystem da, wo wir schon mal waren. Aber hier sind wenigstens hübsche Rosen, das ist auch schon mal was. Kommen wir jetzt wieder zurück oder ist das jetzt irgendwie... Wir haben leider keinen... Muss ich jetzt so einen Code mitnehmen, den wir eventuell kennen? Weil wir haben ja ein paar Codes, haben wir ja bekommen. Dafür muss ich auch erstmal wieder hier rausfinden. Wer mischt sich jetzt hier irgendwie alles? Sieht jetzt aus wie die Lagerhalle, wo es alles angefangen hat. Ja, es vermischt sich alles. Es vermischt sich alles. This place again. Okay, das klingt alles ein bisschen gruselig. Aber wir gehen trotzdem rein. Wir haben einen Zettel. Von Rose nach Claire. Was geht? Ist das doch... Mann! Ist das noch immer deine E-Mail-Adresse? Ich habe dich vor kurzem versucht anzurufen, aber es ging niemand ran. Ich weiß nicht, ob du vielleicht deine Nummer geändert hast. Wie auch immer, ich habe keinen Bock, mir weiter den Arsch für einen Mann aufzureißen, der immer wieder zu seiner Familie nach Hause rennt. Er sagt, dass es zu Hause nicht so läuft und er seine Familie irgendwann für mich verlässt. Die Geschichte höre ich aber mittlerweile schon ein paar Jahre. Manchmal frage ich mich, ob er mich nur benutzt. Okay. Aber du hast doch ihn benutzt, Rose. Und in der Anstalt. Oh Gott. Wir durchstreifen alles. Red. This is good. This is your mind connecting the dots. These are fragments, but memories nonetheless. Do proceed. Das ist... Ist das Rose? Das ist, glaube ich, Rose. Müssen, glaube ich, hier irgendwas zu stehen, oder? Schon wieder die Musik im Hintergrund. Von Rose an Claire. Vorstellungsgespräch. Hey, ich bin wegen dem Vorstellungsgespräch gestern in Birmingham angekommen. Ich wohne in einer ziemlich beschissenen kleinen Pension, aber sollte ich den Job kriegen, was nicht passieren wird, werde ich mir etwas anderes suchen. Du kannst mich gerne besuchen kommen. Die West Midlands sind zu dieser Jahreszeit wunderschön. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin wegen der ganzen Sache total nervös. Ich weiß, was du sagen wirst, dass sie dumm seien, wenn sie mich nicht nehmen würden und dass es ihr Pech ist. Keine Ahnung, Clara. Ich glaube, es wäre eher mein Pech. Ich muss einfach da hingehen und mich von meiner allerbesten Seite zeigen. Wünsch mir Glück. Also da hat es angefangen mit Rose. Gesicht hat sich geändert. Von bedrückend zu grinsend wie sonst was. Von Rose an Claire. Ich hab's geschafft. Hey Claire, ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich den Job bekommen habe. Ich bin jetzt offiziell eine Laborassistentin beim FDG. Um genau zu sein, bin ich Robert Ramseys Laborassistentin. Der Name sagt dir wahrscheinlich nichts, aber er ist ein ziemlich hohes Tier in der Tech-Welt. Er arbeitet an einem Headset, von dem er denkt, dass es Zugriff auf die Erinnerung der Menschen hat. Ziemlich verrückter Scheiß. Hey, vielleicht siehst du mich sogar auf einer Titelseite, so wie wir immer gescherzt haben. Ich werde bald für ein Wochenende nach London kommen. Dann können wir etwas trinken gehen. Vermiss dich. Jetzt sehen wir also kurz ihre Lebensentwicklung hier.
Jetzt ist sie die Führungsperson da, die Angestellte. Was geht? Hey Clara, entschuldige, dass ich dir länger nicht mehr geschrieben habe. Hier ist alles soweit okay. Letztens habe ich es geschafft, dass ein Typ gefeuert wurde. Er hieß Greg und hat es absolut verdient. Er hat mich eine blöde Schlampe genannt, weil ich ihm seine Geschichte über einen Tod in der Familie als Entschuldigung für seine miserable Arbeit nicht abgekauft habe. Keiner hat in ihm das gesehen, was er wirklich war. Nur ich. Ich musste ein paar ekelhafte Pornos auf seinen PC laden, damit sie ihn rausschmeißen. Aber jetzt ist er weg. Tschüss, Greg. Wegen mir wurde noch nie jemand gefeuert, aber es gibt wohl für alles ein erstes Mal, oder? Wie geht's dir eigentlich? Allerliebste Grüße. Ja. Alter, sie hat also die... Da haben wir ja von Anfang an drüber geredet, da. Kam ja noch, dass dieser Greg gefeuert wurde. Und sie hat das veranlasst. Nur weil sie ihn loswerden wollte. Oh, toll. Alter, was für eine blöde Schlampe. Und hier ist sie, die Schlampe von Ramsey. Toll. Was geht? Habe ich dir wirklich vor fast einem Jahr das letzte Mal geschrieben? Oh Gott, Clara, es tut mir so unglaublich leid. Anstelle von diesen ganzen E-Mails sollten wir uns lieber einfach treffen. Sag mir einfach, wann du Zeit hast. Dann kannst du für ein paar Tage bei mir bleiben. Im Moment ist es etwas schlecht, weil auf der Arbeit viel los ist. Aber bald habe ich Zeit. Die Arbeit an sich läuft super. Läuft super. Weißt du noch, wie wir immer darüber Witze gemacht haben, dass man am einfachsten aufsteigt, wenn man mit seinem Chef schläft? Ich habe beschlossen, dass du recht hast. Ich weiß, dass ich ein böses Mädchen bin, also darfst du niemandem davon erzählen. Aber ich habe es endlich geschafft, meinen Chef Robert zu verführen. Er ist verheiratet, mit Kind. Und da möchte ich mich lieber raushalten. Aber ich werde auf der Arbeit deutlich besser behandelt und krieg vielleicht sogar bald eine Gehaltserhöhung. Ruf mich an und dann erzähle ich dir alles im Detail. Ja, da wurde sie langsam zu der Schlampe. Alter. Ist aber auch eine richtig miese Troller, ne? Kann das sein? Dass sie die Anführerin oder die Gehilfin der Bande, wobei sie ja schon ein bisschen mehr zu sagen hat als eine Gehilfin. Betreff, was geht? Hey du, wir haben eine ganze Weile nicht mehr gesprochen. Wahrscheinlich erinnerst du dich gar nicht mehr an mich, aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht bald wieder nach London ziehe. Ich bin immer noch in die Affäre verstrickt und habe das Gefühl, dass man meine Leistung auf der Arbeit überhaupt nicht mehr wertschätzt. Ich habe härter gearbeitet als jeder andere in der Abteilung, einschließlich meines Chefs, und niemand erkennt das an. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwas tun, damit die anderen darauf aufmerksam werden. Weißt du, was ich meine? Ich habe mit diesem Kerl gesprochen, Black. Er ist hier der Sicherheitschef und hat mittlerweile auch genug... Was? Ich habe mit dem Kerl... Mit diesem Kerl gesprochen, Blake. Black. Er ist hier der Sicherheitschef und hat mittlerweile auch genug. Achso, so meinte das. Scheint, als sei jeder hier am Ende seiner Geduld. Ich vermisse dich und hoffe, dass es dir gut geht. Bitte schreib zurück. Also wir waren der Sicherheitschef der FDG. Und deswegen kannten wir Rose auch. Aber was haben wir jetzt im Allgemeinen damit zu tun? Alter. Schlampe. Es taucht viel zu oft das Wort Schlampe. Oh, fehlt da was? Ich mache die ganze Arbeit und er streichelt die Lorbeeren. Und er streicht die Lorbeeren ein. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, die ganze Sache zu beenden. Was Pandora angeht, kann ich einen besseren Job als er machen. Außerdem habe ich es satt, von einem Mann hingehalten zu werden, der nicht die Eier hat, sich festzulegen. Ich fange an, diesen Typen zu hassen. Ach, ich quatsch mal wieder zu viel. Du benutzt diese E-Mail-Adresse wahrscheinlich gar nicht mehr. Sollst du die nach dem trotzdem erhalten, dann ruf mich an. 4.6.2015. Ja, ihre Freundin hat sich irgendwann abgewendet von ihr. Und sie hat da so ein bisschen die Geschichte. Ich frage mich, ob wir jetzt irgendwas vergessen haben, warum wir hier nur einen halben Zettel haben. Sind die anderen Zettel auch irgendwie eingerissen? Nee. Ich meine, vielleicht sollen wir hier nur einen halben Zettel haben. Sie hatte von allen einfach die Schnauze voll. Von ihrem Job, von dem Chef, von dem Hingehalte, von... Einfach allen hatte sie die Schnauze voll. What the fuck? Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Danke. Von allen hatte sie einfach die Schnauze voll. Von jedem auf der ganzen Firma, von einfach allen. Und wir scheinen jetzt in dem Gebäude zu sein. Oder? Nee, Patientenrooms? Wir sind in einem Krankenhaus? Sind wir in einem Krankenhaus? Und wenn ja, warum? What's this? This isn't my memory. No, Mr. Black, this is one of mine.
You need to focus and regain control of your environment. Focus on what? I can't remember what happened. Just focus on Rose. The Pandora will do the rest. Listen, Ra. Yeah? When all this is over, why don't we do what we always said? Go away. Leave it all behind. Jesus. Rose, can you not see what's going on here? Just hold off until I've done the audit on Black. He's already been signed over to me, and... Ra, don't do the audit. I'm begging you not to do the audit. Please. For me. Why? Because I love you. There are things you shouldn't know. Things nobody should know. If you dig too deep, I worry. Rose, I'll be fine. We'll be fine. Okay, Rose wollte nicht, dass er etwas über uns erfährt oder die Wahrheit von uns erfährt, was Rose überhaupt alles getan hat. Wir wussten das wohl alles. Wir waren wohl alles auch mit der Sache drin verstrickt und alles. Wir haben wohl alles damit auch irgendwie was zu tun gehabt. Und deswegen, naja, untersucht er uns jetzt, weil er ja wohl scheinbar wusste, dass wir damit was zu tun haben. Dass wir damit was zu tun hatten. Und naja, deswegen will er jetzt die Wahrheit herausfinden, aber Rose will das nicht. Weil Rose ja ganz genau weiß, wenn er die Wahrheit herausfindet, wird sie niemals an ihn rankommen, weil er dann ja sieht, dass Rose das alles verstrickt hat. Dass es alles Rose Schuld war. Der ganze Kram. Aber die Erinnerung scheint verdammt frisch zu sein, weil, naja, wenn wir schon gerade untersucht werden oder gerade überstellt worden sind, dann ist es ja nicht sehr lange hin. So, wir sollen uns jetzt auf das nächste Foto konzentrieren. Mit Rose und Wop. Rose Wop. Wop Rose. Ah, okay. Also waren wir... Aber warum? You're going too far, Mr. Black. Focus. This is your way out. Use it. My way out? This elevator? Okay, das ist der Weg raus. Okay. Another one of these things. Das ist der Weg raus? Okay. Was auch immer das heißt, dass das der Weg raus ist. Wo raus oder wie raus? Ich doch nicht aus der Erinnerung kram, oder? Das wäre... Entschuldigung. Mann. So. Jetzt läuft's wieder. Es war ein Genrülpser. Die typischen. Na gut. wir sollen jetzt hier, ich denke mal, ich würde versuchen, sie davon abzuhalten. Ja. Aha. Na denn. Was? Ah, benutzen. Ah, okay, so können wir hin und her. Mach erstmal alles aus. So. Für den Fahrstuhl brauchen wir 1000 Watt. Watt geht denn ab? Hier haben wir 5000, 10.000, 2000. Also müssen wir das irgendwie... Fahrstuhl. Ah, hier, da, glaube ich, oder? Keine Ahnung, ja? Okay, der. Ja. Made in China. Na, das kann daneben gehen. Kurz denken, kurz überlegen, kurz ein bisschen verplant sein. So. Der letzte. Ich vermute mal, dass damit meinen sie den letzten Strom. Hat der letzte Stromkasten das auch? Nee, der hat's auch. Nach unten, hoch, hoch. Müssen wir dafür alle... Gut, es kann ja auch sein, dass wir alle anmachen müssen. Weißt du? Dass wir hier... Der linke ist hoch, runter, hoch. Also. Hoch, runter, hoch. Auch wenn es ziemlich kaputt wirkt, aber naja, es klappt schon irgendwie. Gut, der Strom ist runter, runter, hoch. Runter, runter, hoch. Das leuchtet grün, das ist gut.
runter, hoch, hoch. Warte da, runter, hoch, hoch.